Im ersten Block haben wir spannende Impulse in der Keynote gehört, haben uns dann um das Innovationsmanagement der Regio IT gekümmert. Und die letzte Frage, was sind denn jetzt die Trendthemen, an denen die Regio IT aktuell arbeitet? Und genau dieses Thema wollen wir jetzt aufgreifen. Ich begrüße Dieter Ludwigs nochmal auf der virtuellen Plattform. Herr Ludwigs, zeigen Sie uns mal die Digitalisierungsstrategien und KI-Aktivitäten. Wir sind gespannt. Ja, ich darf Sie auch nochmals recht herzlich begrüßen und gebe Ihnen gerne einen Einblick hinter die Kulissen der Regio IT, wie wir mit den Themen KI und Digitalisierung umgehen, was uns treibt und wie wir auch organisiert sind. Also klar ist, auch die Digitalisierung und KI sind für uns von großer Bedeutung, denn auch wir wollen und müssen unsere Prozesse weiter automatisieren, um natürlich auch Effizienzsteigerungen zu erreichen. Wir haben verschiedene Datenschätze auch im Unternehmen, die es auch gilt zu nutzen, um dann eben die entsprechenden Entscheidungen im Unternehmen treffen zu können und auch am Ende des Tages natürlich dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ja, gerne nehme ich den Ball auf von Frau von Dina Franzen, was das Innovationsmanagement auch betrifft, ne, für uns natürlich ein wesentlicher auch Erfolgsfaktor des Unternehmens in der Geschichte, eben auch frühzeitig sich mit Trends und neuen Technologien auseinanderzusetzen und natürlich das Produktportfolio auch für die Zukunft frühzeitig zu definieren. Und ja, man kann auch schon ein bisschen mit Stolz auch zurückschauen, aus innovativen Trends, Technologien und Projekten sind sogar Unternehmen entstanden. Wir haben zwei Beispiele auch heute an Bord. Mit der NextGov IT im Bereich der Portale auch eine Innovationsidee war es seinerzeit, frühzeitig sogar mit dem Thema Portale zu beginnen. Und die Better Mobility, wo es ja darum geht, eine Mobilitätsplattform für verschiedene Mobilitätsleistungen einer Stadt zur Verfügung zu stellen. Dieses Unternehmen ist ja entstanden, sogar aus einem geförderten Forschungsprojekt, Förderprojekt, gemeinschaftlich mit der ASIAC, dem ÖPNV-Anbieter hier in Aachen. Ja, aber jetzt zu uns nochmal nach innen. Die Agenda würde ich jetzt nicht mehr im Detail vorstellen. Ja, direkt ein umfangreiches Bild. Die erste Frage, die wir natürlich zu klären hatten intern, war, wie organisieren wir uns? KI ist ein wichtiges Thema, ist aber in allen Belangen, in allen Bereichen eigentlich zugegen, ob im kaufmännischen Bereich, ob im Bereich Medien und Kommunikation, natürlich in unseren Fachbereichen, im technischen Bereich. Also wie organisieren wir uns? Die Frage war, machen wir es zentral oder machen wir es dezentral? Es gibt da verschiedene Lösungsansätze, auch wenn man in andere Unternehmen, auch in Verwaltungen schaut. Ich weiß von einer großen Verwaltung aus Nordrhein-Westfalen, die haben zum Beispiel eine große zentrale KI-Einheit geschaffen. Ja, und unsere Lösung ist weder dezentral noch zentral, sondern beides. Wir haben gesagt, wir haben einen Innovationsbereich, Frau Franzen hat ihn eben vorgestellt mit unserem Innovation Circle und Innovation Lab, also eine zentrale Einheit, die das Thema eben treiben kann, die, und das ist, glaube ich, ganz wichtig und wesentlich, wenn man sich mit dem Thema KI auch auseinandersetzt als Kommune oder als Unternehmen, Governance, Leitlinien, Richtlinien, also einfach nur das Thema jetzt zu streuen, wird nicht zu Erfolg führen, im Gegenteil. Also wir brauchen Governance, wir brauchen Produktauswahl an der Stelle, mit welchen KI-Plattformen wollen wir uns eigentlich auseinandersetzen. Wir haben übergreifende Szenarien. So, und dieses kapseln wir letztendlich, das haben wir verortet, zentral eben im Innovationsmanagement und haben doch dann auch entsprechende Pilotprojekte aufgesetzt. Da komme ich nachher im Detail nochmal drauf. Dann haben wir natürlich weiter unten unsere Business Units, unsere Fachbereiche. Dort liegen die Kompetenzen in den Prozessen unserer Kunden. So, natürlich brauchen wir auch hier entsprechende KI-Kompetenz. Wollen wir mit unseren Kunden gemeinschaftlich dafür sorgen, dass natürlich auch die Prozesse und die Effizienz durch KI bei unseren Kunden ankommen? Wir haben natürlich in den Business Units auch entsprechende, ja, schon fast KI-Kompetenz, nicht nur fast, wir haben KI-Kompetenz, insbesondere in dem Bereich Urban Innovation. Da geht es um das Thema insbesondere Smart City-Lösungen, Energie, Mobilität, Nachhaltigkeit, Wasser, so die Themenfelder. Und dort
beschäftigen wir uns schon umfassend und seit langem mit KI-Themen. Und da kann ich auch nur schon mal auf den Vortrag von Jasmin Baba im Anschluss verweisen. Wir haben heute schon Erfahrungen im Bereich digitale Zwillinge. Wir haben Erfahrungen, wenn es darum geht, Simulationen vorzunehmen, zum Beispiel zu Verkehrsflüssen. Wir haben Erfahrungen, wir haben es ja eben auch von Frau Franzen gehört, im Thema KI, um Anomalien im Energiemanagement zu finden. Also da haben wir auch gewisse Kompetenzen im KI, aber wir haben insbesondere auch Kompetenzen in den Prozessen. Und diese Kombination halt von zentral Governance-Vorgaben, zentral Plattform-Vorgaben in Verbindung mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Business Unit, die die Prozesse kennen, das ist unsere KI-Community. Wir haben sogenannte KI-Agenten dann in den einzelnen Business Units, in den Bereichen, die dann genau diese KI-Kompetenz weiter ausbauen, entsprechendes Know-how aufbauen und letztendlich dann in Arbeitskreisen sich austauschen und natürlich, ganz wichtig, an solchen Pilotprojekten dann auch teilnehmen. Als nächste Schicht darunter sehen wir natürlich unsere ganze Familie wieder, die Regio-IT-Familie mit der NextGov Better Mobility, Vode IT und Cogniport. Auch für die Unternehmen, das sehen Sie auch noch in den heutigen Beiträgen, ist KI wesentlich, wesentlich. Und insofern macht es natürlich auch wiederum Sinn, dass die Regio-IT-Familie, die Regio-IT-Group an der Stelle sich wiederum austauscht, um wiederum Erfahrungen auszutauschen, aber auch da gemeinschaftliche Projekte zu initiieren. Und natürlich ganz wichtig zum Schluss auch noch den Kunden mit einzubinden und gerne, da suchen wir weiterhin, nicht nur suchen, ich glaube, wir haben auch innovative Kunden an der Stelle, die gerne mit uns in solchen Pilotprojekten mitwirken wollen, um genau Themen mit gemeinschaftlich auszuprobieren, Erfahrung zu sammeln, um vielleicht dann auch gemeinschaftlich sogar in Förderprojekte zu gehen. Auch dazu haben wir ja einige Beispiele eben gesehen von Dina Franzen. Bei den Förderprojekten ist zum Teil ja dann auch die Stadt Aachen beteiligt bei zwei oder die STAVAK oder die Regionetz. Ja, so die Struktur, also sowohl dezentral als auch zentral, ist unsere Devise an der Stelle und wir sind dann auch mit einigen Pilotprojekten gestartet. Ein weiteres Thema neben KI, unserer Meinung nach, meine persönliche Meinung, insbesondere auch für die Kommunalverwaltung sehr wichtig, ist das Thema RPA, Low-Code und No-Code. Wenn es um die Automatisierung der Prozesse geht, wenn es insbesondere darum geht, repetitive Aufgaben zu vermeiden. Und ich glaube, das kann und ist auch noch ein großer Game Changer für die Verwaltung und es gibt auch entsprechende Studien, den Fokus erstmal hier drauf zu legen und auch auf die Digitalisierung, denn KI braucht Daten. In erster Linie braucht sie Daten. Das heißt, wir brauchen auch einen Datenschatz, wir brauchen Digitalisierung, um Daten zu schaffen und sicherlich auch die Möglichkeit über Robotik, über Low-Code an der Stelle auch eine Automatisierung vorzunehmen. Jetzt haben wir das Rad da nicht neu erfunden, auch das ein Schwerpunktthema für uns und haben die gleiche Struktur genommen. Auch hier haben wir eine Community in der Struktur zu sagen, wir haben eine zentrale Einheit bei uns im Innovationsmanagement. Wieder das Thema auch Governance, wieder das Thema auch an der Stelle, Sie sehen es da in der Mitte, es geht auch darum, Plattformen auszusuchen. Es gibt viele Plattformen am Markt. Große Unternehmen haben auch entsprechende Ausschreibungen vorgenommen, an denen man sich beteiligen kann. Einige Softwareanbieter haben mittlerweile auch entsprechende Lösungen im Bauch. Ich denke da insbesondere an den Bereich Dokumentenmanagementsystem. Und auch hier gehen wir so vor, dass wir neben der Auswahl von Plattformen dann in entsprechende Projekte einsteigen und auch hier die Struktur. Wir haben dann intern eine Community zwischen der zentralen Einheit, dem zentralen Innovationsmanagement und den entsprechenden Business Units mit entsprechenden KI-Agenten wieder. Auch hier haben wir die Regio-IT-Familie und natürlich wollen wir auch hier die Verprobung vornehmen mit unseren Kunden. Ja, jetzt tauchen wir mal ein Stück tiefer ein. Welche Pilotprojekte bewegen uns zurzeit? Denn auch wir wollen natürlich Erfahrungen sammeln, die wir auch gerne dann an unsere Kunden weitergeben wollen. Wir wollen ziemlich
früh sein mit dem Erfahrungsschatz, den wir sammeln, um letztendlich dann auch Produkte mit Ihnen gemeinschaftlich auf den Weg zu bringen. Wir haben begonnen, sehr frühzeitig, ich glaube, hat jeder gemacht, mit ChatGPT mal ein wenig gepromptet. Ne? Das große Thema ist ja Prompten. Wie prompte ich und wie optimiere ich das auch weiterhin? Und wie gebe ich entsprechende, ja, wie soll ich sagen, sogar Gefühlssituationen weiter? Denn dann bekomme ich entsprechende bessere Informationen von der KI, als wenn ich nur reinschreibe, mach mal bitte einen Bericht über. Also auch das zählt mittlerweile. Ich glaube, auch da ist es, glaube ich, ganz wichtig, da dich auch entsprechend weiterzubilden und auch den Fokus darauf zu legen, in welcher Form ich die Frage stelle. Ja, ChatGPT, wir haben uns alle, glaube ich, schon damit auseinandergesetzt. Und wir verproben aber jetzt den Bing Chat Copilot oder den Chat Copilot, der basiert auf ChatGPT. Und der wird bei uns natürlich eingesetzt im Bereich der Unternehmensentwicklung, wenn es darum geht, Recherchen vorzunehmen, selbstverständlich, aber auch letztendlich Dokumente zu durchsuchen, zu verkürzen. Der Bereich Medien und Kommunikation setzt bereits das ChatGPT bzw. den Copilot ein. Der Unterschied zwischen dem Chat-Copilot und dem ChatGPT ist, ChatGPT nutzt im Prinzip Ihr Prompten und letztendlich auch das, was Sie fragen und an Training durchführen, nutzt es für die Allgemeinheit. Im Unterschied zu dem Copilot, da ist es so, dass das Prompten und auch das Trainieren in einem geschlossenen Bereich bleibt und nicht der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Ein weiterer Bereich, der, glaube ich, auch ganz wichtig wird in der Zukunft, ist natürlich M365 Copilot, die Integration von LLM dann in die Office-Welt. Auch hier sammeln unsere Kolleginnen und Kollegen erste Erfahrungen damit, ja, wie ich eben höhere Effizienz erreichen kann in Excel, indem ich eben Befehle eingebe und dann Excel selber entsprechende Funktionen durchführt. In Word natürlich entsprechende Dokumente letztendlich bearbeiten lasse, zusammenfassen lasse, etc. Also ich glaube, auch da werden wir unsere Erfahrungen natürlich an Sie auch weitergeben und die ersten Ergebnisse zeigen in der Tat auch einen Effizienzgewinn. Sehr gut kommt bei uns im Haus an der GitHub Copilot für die Entwickler. Also ich glaube, den Entwicklern, die heute den GitHub Copilot nutzen, ihn wieder wegzunehmen, wird sehr, sehr schwierig für uns werden. Das wollen wir auch gar nicht tun. Ja, da geht es auch darum, dass sie mit Hilfe von Suchen letztendlich dann auch in dem GitHub Repository innerhalb des Internets alles durchsuchen können und da eine Vielfalt an Daten, ja, millionenfach Daten zur Verfügung stehen, um verfügbaren Code zu erhalten. Es ist also quasi ja eine Suchmaschine, um nützlichen Code oder auch Codeschnipsel zu erhalten, um dann den eigenen Quellcode zu optimieren. Also sehr gute Rückmeldungen haben wir hier bekommen und werden auch hier dieses Pilotprojekt weiter durchführen. Ja, wir schauen natürlich und wir sehen natürlich auch das Risiko der Abhängigkeit der großen Hyperscaler, der großen amerikanischen Unternehmen und schauen natürlich auch nach rechts und nach links, was gibt es für Alternativen zu Microsoft KI. Und da haben wir die AI UI, das ist ein Bot zur Extraktion von Informationen, ein Open Source Modell oder auch Ember Search ist sogar ein Aachener Unternehmen. Da geht es um das Durchsuchen von internen Daten, das heißt Datenquellen, die Sie im Intranet haben, werden zur Verfügung gestellt und hieraus automatisiert letztendlich dann auch Ergebnisse generiert. Auch hier das Ganze basiert auf einem Open-Source-Modell. Ja, dann haben wir auch in einem Piloten ja, überlegt, sollen wir nicht auch eine Art Anwendung entwickeln. Wir haben ihn Bedarfsmonitor genannt, Bedarfsmonitor als Prototyp, um vordefinierte Datenräume
ja, zu durchsuchen und um entsprechende Daten zu ziehen. Die Idee ist und war, wir haben einen Bereich Smart City, ich habe es erwähnt, Urban Innovation, wo es auch darum geht, unsere Kunden im Bereich Klimaschutz, Mobilitätswende, Energiewende zu unterstützen. Für uns ist aber nicht immer ganz transparent, wie weit unsere Kunden sind. Gibt es entsprechende Konzepte? Sind die Konzepte eventuell auch schon durch die Politik verabschiedet? Wie weit ist der Kunde an der Stelle? Und da haben wir uns die Frage gestellt, eigentlich gibt es die Daten öffentlich über die Ratsinformationssysteme, stehen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Aber wie kommen wir daran? Und die Idee ist eben, mit dem Bedarfsmonitor die öffentlichen Daten, also diese Ratsbeschlüsse, Strategiepapiere, Haushaltspläne, whatever, in einem Data Lake zu speichern, also sie rauszuziehen aus dem Ratsinformationssystem, also die öffentlichen Daten, die jedermann auch einsehen kann, und dann mittels eines LLM-Systems, also KI, zu durchsuchen und zusammenzufassen. Da sind wir gerade dabei, das aufzubauen. Die ersten Ergebnisse sind schon ganz gut, um vielleicht auch mit Hilfe dieses Bedarfsmonitors, dieser Idee natürlich auch wiederum unseren Kunden Mehrwerte zu generieren, für unsere Kunden Mehrwerte zu generieren, um ebenfalls dann auch, ja, mit solchen Methoden Informationen von benachbarten Kommunen, von anderen Kommunen zu Fragestellungen herauszufinden. Ja, diese technische Möglichkeit überprüfen wir derzeit und wir werden hier auch sicher weiter über unser Kundenmanagement informieren. So, wichtig ist natürlich auch, sich mit Risiken auseinanderzusetzen. Risiken bestehen bei Einsatz der KI, das Thema Falschinformationen oder auch Halluzinationen genannt. Ich glaube, der Begriff ist auch mittlerweile bekannt. Da geht es eben darum, dass eine KI immer antwortet. Wenn sie fragen, antwortet sie. Und wenn nicht entsprechende Trainingsdaten zur Verfügung stehen, dann kann die Antwort auch falsch sein. Also mit diesen Risiken sich auseinanderzusetzen. Es geht um Missbrauch und Datenschutzverstöße. Und es geht natürlich darum, dann auch entsprechende Leitlinien zu definieren und auch Schulungen anzubieten. Ja, es gibt Empfehlungen aus dem Ethikrat aus 2023, der dann vielleicht ganz gut zwei Sätze genannt hat, beziehungsweise zwei Prämissen. Der Einsatz von KI muss menschliche Entfaltung erweitern und darf sie nicht vermindern. Und KI darf den Menschen nicht ersetzen. Also klare Vorgaben zur Risikominimierung sind wichtig. Es geht um viel Transparenz, um Nachvollziehbarkeit. Es geht um Aufklärung und es geht am Ende des Tages auch um Schutz vor Missbrauch. Zugriff über Benutzerinnenkonten, also vorher definieren, auf welche Anwendungen, auf welche Systeme letztendlich die Benutzer, Benutzerinnen auch zugreifen können. Es geht um Längenbeschränkungen von Prompts und Antworten. Hintergrund ist hier eben das Thema Prompt-Injection-Angriffe, also dass letztendlich die KI insofern sich verändert, dass sie sogar Malware produzieren kann. Das kann man halt verhindern durch die entsprechenden Längenbeschränkungen. Und es gibt natürlich großen Bedarf an Schulungs- und Bildungsmaßnahmen und entsprechende Leitlinien. Schulung, glaube ich, ganz großes Thema, haben wir auch aufgesetzt. Und um aufzuklären, wofür KI am Ende des Tages genutzt wird, welche KI wir einsetzen. Und wir haben, da danke ich auch sehr unserem Betriebsrat, sehr pragmatisch und sehr schnell eine Verankerung unserer KI-Aktivitäten in einer übergreifenden Rahmenbetriebsvereinbarung beschlossen zu KI, die zunächst regelt, ja, Transparenz schafft und definiert, dass wir auch den Betriebsrat darüber natürlich informieren und die Mitarbeiterinnen darüber informieren, in welchen Bereichen wir KI einsetzen. Es geht darum, um ein Diskriminierungsverbot, also diskriminierungsfreier
Algorithmen dürfen nur verwendet werden. Es darf natürlich keine Leistungs- und Verhaltenskontrolle stattfinden, wie in jeder BV. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebsrats und die Betriebsratsmitglieder sind zu involvieren bei entsprechenden Pilotprojekten. Wir haben eine gemeinsame Ethikkommission auch, die halbjährlich tagt und sich mit den Aktivitäten auseinandersetzt. Also wir haben hier erstmal ein Rahmenwerk geschaffen, wie wir mit KI im Unternehmen umgehen und werden dann, sofern wir dann entsprechende KI-Systeme einsetzen, dann sogenannte Steckbriefe entwerfen, die dann ergänzend zur Rahmenvereinbarung dann auch noch miteinander vereinbart werden. Ja, dann abschließend noch ein Blick auf das Thema Digitalisierung. Auch wir, wie ich eingangs schon sagte, sind weiter dabei, natürlich unsere Prozesse immer weiter zu optimieren, zu automatisieren. Wir haben entsprechende Plattformen im Unternehmen, auf denen wir das machen. Ein großer Plattform ist SAP. Wir haben dort sowohl die betriebswirtschaftliche Variante, das ERP S/4HANA im Einsatz, wo es darum geht, und das haben wir gemacht in unserem Projekt mit Einführung SAP S/4HANA, ja, ein Stück weit auf der grünen Wiese begonnen, nochmal unsere Prozesse zu modellieren, neue Bereiche mit reinzunehmen, wie den Vertrieb zum Beispiel, und eine End-to-End-Betrachtung vorzunehmen, um dann im nächsten Schritt, wenn wir eine komplette Integration, eine End-to-End-Abbildung der Prozesse in dieser Plattform haben, immer vermehrter und immer weiter dann auch Low-Code einsetzen können, bis hin auch zu KI unter SAP. Im HCM, ja, ganz wichtig auch für uns immer das Thema HCM, auch die Digitalisierung transparent zu machen gegenüber unseren Mitarbeitenden. Unser Personalökosystem sehr stark ausgebaut, haben wir unsere Self-Services für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Zeiterfassung hinaus, natürlich Reisekostenabrechnung, die ganzen Themen, die Sie kennen, dass wir immer mehr auch Prozesse, Personalprozesse über das HCM-System auch abbilden und als Self-Service den Mitarbeitern zur Verfügung stellen, den Führungskräften ein Management-Self-Service zur Verfügung stellen, wo sie die entsprechenden Informationen über ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen können. Wir haben die elektronische Personalakte eingeführt. Wir haben den Schriftverkehr auch elektronisch digitalisiert, weiter digitalisiert mit Workflow-Lösungen. Wir haben das angereichert jetzt auch mit einer digitalen Signatur, um wirklich auch gerade die Personalmanagement-Prozesse weiter zu optimieren. Als weitere Plattform dient bei uns Ivanti rund um das Thema IT-Service-Management, also wenn es um die Incident Service Requests, Change Prozesse geht. Die Plattform wird sukzessive ausgebaut und wir sind jetzt dabei, weitere Prozesse neben Service Management, Service Request Management, Incident Management und Problem Management auf dieser Plattform abzubilden. Auch hier ganz wichtig, dass wir integrierte und durchgängige Prozesse dann in einem System auf einer Plattform abbilden. Und zum Schluss noch auch das Thema Shared Desk, natürlich für uns als RegioIT ganz wichtig. Wir bieten ein Desk-Sharing für Kolleginnen und Kollegen an und hier ist eine einfache Buchbarkeit über die Lösung Any möglich, und sodass man auch von zu Hause aus schon den Arbeitsplatz für die nächsten Tage buchen kann. Ja, soweit die Einblicke in die RegioIT, mal ein bisschen auch unter die Motorhaube. Hoffe, konnte Ihnen da interessante Informationen geben